Willkommen, willkommen. Zurück hier beim Herrn Lück und ich wurde getaggt. Getaggt. Und zwar vom Sheraton LP, dem lieben Stefan aus dem Osten Thüringens. So, was hat er mir denn für Fragen gestellt oder was ist denn das überhaupt für ein rotzenden Game? Ist ja auch ein Spiel. Und zwar, es gibt da 1, 2, 3, 4, 5, 10 Fragen. Und diese 10 Fragen soll man beantworten, Alarm, wenn möglich, wahrheitsgemäß, nochmal schauen, ob wir das hinkriegen. Und das geht von Tacker zu Tacker zu Tacker zu Tacker zu Tacker zu Tacker Tacker. Tacker 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 Tacker. Und ich wurde getaggt und ich muss jemanden weiter taggen. Und ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Das ist aber egal, hier wird eh nichts geschnitten. Es gibt 10 Fragen und es gibt für mir 10 Antworten. Erstens, die möchte ich überhaupt nicht beantworten. Geht mir auf den Sack. Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ich bin alt genug und habe auch mal mit dem Zocken angefangen. Gut. Schluss. Aus. Zweite Frage. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Hätte da gestanden, was war deine Einstiegsdroge und wie kamst du zu ihr? Dann hätte ich euch was erzählen können. Jetzt habe ich auch mal eine Einstiegskonsole. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz anspitzen. Folgendes. Ich war ein kleiner Junge. Und ich habe einen großen, ich habe sogar zwei große Brüder. Und diese beiden waren viel unterwegs, wo ich noch ganz klein war. Und dann passierte Folgendes. Mein großer Bruder brachte für sich, nicht für mich, für sich ein kleines Telespiel, kann man das so nennen? Telespiel? Das war eine Art Konsole mit zwei Knöpfen, hoch und runter. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war so ein schwarz-weißer Bildschirm, also wie bei so einem Taschenrechner. Und da gab es einen Taucher und da gab es eine Krake. So eine Krake, die war schwarz, ne? So eine schwarze Krake und die hatte immer, immer ihren Arm verlängert. Und die hatte 3 oder 4 Greifarme. Und ich war der kleine Taucher, sah aus wie Bioshock, deswegen komme ich später noch drauf. Und man musste von links nach rechts immer so springen, so jumpen. Und dann gab es eine Schatztruhe. Und da, es ging eigentlich nur um Highscore. Um was anderes ging es gar nicht. Und dann habe ich begonnen. Und immer diesen Rhythmus musste man haben. Und so konnte man dann den Schatz immer rausholen. Die Krake hat ihren Arm verlängert. Und das habe ich Stunden, Tage lang und Wochen, Jahre lang gespielt. Und dann kam das Spiel. Der Spieler aus dem Freundesland Russland, Tetris. Das spiele ich jetzt noch mit meinem Kofferraum meines Autos. Ich habe ein ganz, ganz, ganz kleines Auto, einen Franzosen, einen kleinen Franzosen. Ihr könnt euch denken, was ich meine. So, ja, das war meine Einstiegskonsole. Kann man das so nennen? Dann ist es so. Ja, so. Welches Game hast du im Kindesalter gerne gespielt? Ganz klar, genauso wie der Sheraton. Volleyball, Tischtennis, Fußball und Schach. Und ich habe sogar geschossen. Ich habe Luftgewehr geschossen bis 50 Meter, wenn es jemanden interessiert. So, welche Games spielst du momentan am häufigsten, ist die vierte Frage. Was spiele ich jetzt momentan am häufigsten? Ich spiele am häufigsten eigentlich Fußballmanager 13. Obwohl die 14 schon raus ist, aber das ist ja bla. Das kann man sich ja schenken. Das spiele ich eigentlich am häufigsten. Dann spiele ich noch Battlefield 3. Immer noch, obwohl ich die 4 schon habe, aber ob 3, ob 4. Das interessiert nur ihr euch. Ja, so. Fünfte Frage. Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Jetzt Ohren gespitzt und zugehört. Es gab mal eine Frage bei diesem Tech-Spiel. Welche nenne 3 Spiele für die einsame Insel? Erstens, Jack the Lions 2. Ganz.
Zweitens. Oh, play some games. Formula One. Nee, warte mal, halt. Formel 1 Manager Professional. Leider hat er so viel Bugs gehabt. Bugs kann man ja gar nicht das nennen. Das war ja eher eine Epidemie. Eine Bugedemie. So will ich das mal nennen. Und dieses Spiel hat mich so fasziniert. Genauso wie Formel 1 Manager 96. Das waren noch Zeiten. Das gab es mal als Vollversion auf PC Player oder so, wenn ich mich nicht irre. Und diese Spiele liebe ich wie die Liebe selbst. Ja, so würde ich das gerne bezeichnen. Und genau solche Spiele sind es, die man ewig spielen kann, wo man rumfallen kann, wo man wirklich eine Möglichkeit hat, sich zu entfalten, wenn es nicht so viel Bugs gehabt hätte. Das ist im Prinzip diese Art von Spielen, die ich mag. Und ich finde eigentlich so die, welche Top 3 Spiele aller Zeiten. Ja, jetzt wird es schon schwierig. Also ich habe gesagt, Formula One, der Professional Manager, dann, wie gesagt, Jack the Lions 2, ein Hammerspiel habe ich gespielt bis zur... Und ich würde sagen, Quake Life. Quake Life macht Spaß, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und es gäbe eine Internetverbindung, dann Quake Life. Weil, fetzt. Okay, so. Sechstens. Von welchem Game hättest du gern eine Fortsetzung? Ganz klare Sache, vom Formula One Manager. Es gibt keinen vernünftigen Formel 1 Manager in der heutigen Zeit für PC oder Konsole, ist mir egal, ob Konsole oder sonst irgendwas, aber leider gibt es da irgendwie Lizenzprobleme oder was? Ich habe keine Ahnung. Das kann doch nicht sein, dass man, das kann nicht sein. I don't know. Ich weiß es nicht, warum es kein vernünftiges Formel 1 Manager-Spiel gibt. Naja, sollte man mal drüber nachdenken. Davon wünsche ich mir eine Fortsetzung. Nicht von Grand Prix World oder sowas. Das war alles Müll. Das war Rotz oder hier von EA oder so. Nee, vom Formel 1 Manager Professional. Jetzt mit den neuen Regeln und sowas. Das wäre was, was mich wirklich, wirklich interessieren würde. Und da in diesem Moment möchte ich gerne nochmal fünftens beantworten. Ja, nenne deine aktuellen Top 3 Spieler. Ach, ist egal. Ich benenne das jetzt nicht mehr. So, welche Games hättest du gerne? Eine Verzögerung, habe ich gesagt. Formel 1 Manager Professional wahrscheinlich von Software 2000. Die gibt es zwar nicht mehr, aber ich rotze das jetzt mal dahin. So, siebtens. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Ich sage es euch ganz ehrlich. Das ist Reisen. Ich reise unheimlich gerne und gucke mir mit meiner Freundin so andere Kulturen, Bauwerke, Kirchen. Wir sagen es immer so, Kirchen. Ne? Man denkt immer, das sind die Früchte vom Baum. Nein, ich meine diese Bauwerke, die einen religiösen Hintergrund haben. Das mag ich sehr. Ich bin jetzt gerade heute wieder aus Paris gekommen, habe meine Freundin eingeladen zum 10-Jährigen. Und zwar für 3 Tage Paris. Ich war noch nicht dort. Ich war zwar schon mal dort, aber nicht direkt in der Innenstadt. Und jetzt konnte ich mir alles anschauen mit ihr. Sie war schon mehrmals dort. Ist zwar schon ein paar Jahre her. Und sie konnte mir ein paar Sachen sagen. Und wir haben wirklich, egal wie das Wetter jetzt war, ob es geschifft hat. Also geschifft heißt geregnet, ist völlig boogie. Wir haben die Zeit genutzt, haben uns ein paar schöne Tage gemacht. Vom Donnerstag, von Halloween bis gestern. Und ich habe mir noch Sacré-Cœur angeguckt, den Louvre, alles. Eine wunderschöne Stadtrundfahrt gemacht. Ich habe wunderschön viel Geld ausgegeben. Ich bin jetzt komplett broken. Ich bin broke, I'm pleite. Ich bin so pleite. Deswegen ist es ganz wichtig, um das nochmal einzufügen. Ihr müsst unbedingt meine Videos schauen, auf die Werbung klicken, damit ich mir neue Reisen leisten kann. Ich habe es ja mitgekriegt, ich war dieses Jahr auf Teneriffa in Glasgow und ich war in Paris.
Was mir am meisten gefallen hat davon, ja, wenn ihr schon so fragt, wenn ihr schon so fragt, ist eigentlich alles dreist. Es hat alles seinen Reiz. Das ist Wahnsinn. Und wir überlegen schon, was wir nächstes Jahr machen. Dieses Jahr war es eine Überraschung für sie. Ich habe alles gebucht und so. Und sie wusste davon nichts. Das hat funktioniert. Und so sollte es sein. So, das ist mein Hobby, beziehungsweise meine Leidenschaft. Ich gucke auch gerne Filme. Ich gucke auch gerne mal die Serien. Die Deutschen. Das interessiert mich. Die Briten. Interessiert mich auch. Wenn die nicht. Die Spanier. Ah, interessiert mich. Auch dort ganz toll. Und die Griechen und die Franzosen. Das interessiert mich. Da bin ich doch ziemlich hinterher. Und ansonsten eine kleine Leidenschaft. Ja, ich will das. Oh, ich habe mich gerade am Bart gekratzt, falls das hörbar ist. Ich will mich nicht als Freak bezeichnen, aber ich sammle doch ganz gerne Spielchen. Obwohl ich jetzt im Moment dabei bin, das ein bisschen umzusortieren. Das hat Preis-Leistungsverhältnisse. Eigentlich war ich schon mal der Freak, der sich die Spielesammlung gekauft hat. Also Spiele in der Box. Das hat sich jetzt leicht geändert. Und ich bin jetzt eher auf dem Trip, weil es einfach bis zu 50% günstiger ist, mir die Spiele online zu kaufen. Das heißt, nur den Key, den löse ich ein. Ich lade das Spiel runter. Ich brauche keine DVD oder CD oder sonst irgendwas mehr eingeben, sondern ich kann es jederzeit überall verfügbar haben. Ich war immer so ein Feind von diesen ganzen Digitalisierungsmaßnahmen. Aber jetzt irgendwie bei den Spielen mit 20 GB und sowas, mit dreimal wechseln der DVD, das finde ich albern. Ich habe eine 100 Mbit-Leitung, da kann ich das auch ganz locker downloaden. Das ist mal eine halbe Stunde und dann ist das Ding unten oder mal eine Stunde Arschlecken. Ja, schade eigentlich. Also das war so eine Leidenschaft von mir, das hat sich schon ein bisschen gegeben. Ich habe auch Grafikkarten gesammelt. Die habe ich auch noch, so zum größten Teil. Ich habe ja mal ein Foto gepostet auf Facebook. Wie die Türken sagen, Facebook. Da sind ein paar Grafikkarten drauf, das kann man vielleicht sehen. Ansonsten kann ich ja mal noch ein Foto machen von meiner Sammlung. Das sind so welche, die ich mal so gekauft habe. Da bin ich auch schon weg davon. Irgendwann hat man die Schnauze voll. Aber ich habe eine kleine Blu-ray-Sammlung, habe mir heute auch wieder drei Filme gekauft, die hießen Taxi Driver mit Robert De Niro aus den 70ern. Ziemlich beste Freunde. Der französische Film, wenn ich schon in Frankreich war, dann kann ich auch einen französischen Film hier kaufen. Und dann haben wir noch Dread. The New Movie. Dread ist Film. Müsst ihr euch angucken. Macht richtig, richtig Laune, wenn ihr über 18 seid. Nochmal so als kleines Gimmick. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. So, achtens. Welche Konsolen einschließlich Handhelds besitzt du? Und zwar besitze ich die 360. Xbox, ist ja klar. Warum? Ganz einfach. ist, glaube ich, das meistgenutzte deutsche Wort in der zeitgenössischen Sprachkultur. Nennen wir es mal so. Ich habe die 360 gekauft, weil ich es kann. Und weil ich es wollte. Und zwar im Jahre 2006 oder so als Arcade Edition. Das waren so 4 GB und so ein 256 MB Riegel. Hello. Für, wie nennt man das, so Speicherstände oder sowas. So, und das habe ich gekauft und habe das natürlich nicht mit dem Hintergrund gekauft, die Konsole zu haben, sondern ich hatte da gerade Besuch. Wir haben da versucht, was zu programmieren. Ich bin auch ein wenig Programmierer, aber kein guter. Und vielen Dank, Sascha. Ich sag mal, schönen Gruß an Sascha. Der meinte so, ey, Alter, Lücki, hast du kein GTA 4 oder was? Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Warum? Ja, brauchst du GTA 4, kann ich dir zeigen. Hast du so geile Flatscreen. Und ich hatte damals einen ziemlich,
ziemlich teuren Flatscreen, den ich sogar auf Kredit gekauft habe. Und ich weiß gar nicht, ob der schon abgezahlt ist, aber jedenfalls ist das schon eine ganze Weile her. Und das war schweineteuer, dieses Ding. Jetzt gibt es ja die Geräte für ein Apple und ein Ei. Ne? Apple und Ei ist ja bekannt. Kam ja von Shakespeare, Hamlet, Apple and Ei. In der Egg. Apple and Egg. So. Dann haben wir auch ein bisschen Geschichte hier untergebracht. Und der meinte zu mir, ey, Lucky, du kannst doch nicht hier eine Konsole und dann hast du nicht. Okay, dann habe ich GTA 4 mir geholt und dann haben wir das gezockt und dann haben wir auch Gears of War zusammengezockt. Und ich, Sascha, du, Gruß nochmal an dich, ich warte immer noch, dass wir das mal zu Ende spielen. Habe ich mir extra einen zweiten Controller gekauft, weil ich hatte Geld und er hatte keins, weil ich war arbeiten und er war ein ja, er hatte keinen. So, er hat für mich gearbeitet, das war cool. Na jedenfalls ist das meine Konsole und ich habe, ja ich nicht, aber ich habe meiner Freundin geschenkt einen, wie nennt man das, einen Nintendo DS. Ich glaube, den hat sie seit 2 Jahren nicht mehr benutzt, aber er ist da. Gut, welche Konsole, okay, neuntens, nenne Top 3 Spieleserien. Erstens, zweitens, also erstens würde ich sagen, Assassin's Creed ist eine absolute Top-Serie, die sich wirklich steigert. Assassin's Creed. Ja, würde ich sagen. Dann die... Ach, jetzt wird es schwierig, ne? Jetzt muss ich echt überlegen. Die Siedler-Serie auf jeden Fall ist eine Top-Serie für mich und eventuell Anno, die Anno-Serie. Ich habe nicht mehr die Zeit, mir alles so genau zu Gemüte zu führen. Das ist eigentlich schade, aber das sind die Spiele, die ich sehr, 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 sehr gerne gespielt habe. Vielleicht auch Bioshock-Serie. Aber ich habe immer noch die ersten 2 Teile oder Dead Space. Ist bestimmt auch eine ganz tolle Serie. Call of Duty ist auch eine Serie. Oder Battlefield. Es ist schwierig. Ist schwierig. Also, ich lege mich jetzt fest. Was habe ich gesagt? Die Spiele sind. Ich hab's schon vergessen. Also Anno, Siedler und hier, ne? Weißt du Bescheid. So, finde abschließende Worte zum Thema Gaming und tagge jemanden. Also, erstens taggen. I don't know, muss mir jetzt noch was einfallen lassen. Aber abschließende Worte zum Thema Gaming. Mein allererstes Spiel, was ich so richtig so intensiv gespielt habe, war eigentlich, ich hatte eine SNES, also Super Nintendo Entertainment System, hieß das glaube ich. Und das war, sondern, ja Mario. Müll. Dann war ich in einer, Spielhalle, damals, als ich meine Lehre gemacht habe. Und da habe ich richtig Geld reingeschmissen. Das war aber so vorprogrammiert, weil ich ziemlich viel Geld verdient habe. Habe ich gedacht, da kann ich den Rest dann auch da reinwerfen. Und da gab es so Street Fighter 2, glaube ich. Street Fighter 2, ja. Street Fighter! Und da habe ich immer gespielt mit Honda. Hier, der hat immer das Auto kaputt gemacht. Das fand ich ganz toll. Das sind so abschließende Worte. Und ich kann euch noch eins sagen, abschließende Worte zum Thema Gaming. Spielt nicht so viel, trinkt nicht so viel, raucht nicht so viel und wer das Video gesehen hat, der schreibt einfach in die Kommentare. Crysis ist auch eine tolle Serie. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach so, ich tagge. Crew World. Wir haben schon Videos gemacht, da gab es mich noch gar nicht. So, ich tagge Crew World. Ich werde ihm das schreiben, mal sehen, ob er die Zeit hat, das zu machen. Ich glaube, er war schon mal dran, aber egal, dann kann er das nochmal machen. Und vielen Dank, Sheratan. Normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von diesem Müllmist, aber ich mach's. Und Crysis ist auch eine gute Serie. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, tschüss. Herr Glück. Bye, bye.
Bye-bye.